Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und wir sind bei Folge 11 von James Bond. Und bevor ich jetzt kurz was zum Quiz in Anführungszeichen vom letzten Mal erzähle, ich hätte eigentlich nur eine Minute weiterspielen müssen, oder eine Sekunde. Der Haken alleine wird dir nicht reichen, um die höchsten Regionen dieser Berge zu erreichen. Aber mit diesem Seil wirst du es erreichen können. Und schon haben wir den Haken. Den kann ich auch gleich demonstrieren. Ja, wegen Metal Gear und Solid Snake. Natürlich, ich kenne euch doch, seid ihr drauf gekommen. Ich zeige euch aber mal eben kurz kleiner Spannungsbogen. Jetzt zeige ich mal eben kurz den Haken. Zack. Goll. So. Dann geht's nämlich hier weiter. So, ihr seid natürlich drauf gekommen. Ich kenne euch doch. Ihr seid ja pfiffige Leute. Ja, es ist tatsächlich so. Solid Snake hat die Geste von Kyle Rayner, eben dem Kyle Rayner aus Terminator 1, der Sarah Connor retten muss vor Skynet und dem bösen Terminator, für damals noch den bösen Arnold. Hat sich ja dann in Teil 2 geändert. Wurde ja dann einfach umprogrammiert. Aber das ist tatsächlich so, da müsst ihr drauf achten. Das haben die in vielen Games gemacht. Also da gibt es, glaube ich, auch auf YouTube, wenn er mal sucht, haben sich Leute auch mal die Arbeit gemacht, ne, welche Cover sind wo und wo geklaut. Da haben die sich eine Menge inspirieren lassen. Ich glaube, bei irgendeinem RPG, glaube ich, war das auch so, dass sie sich da komplett bei Conan und so bedient haben. Naja, könnt mal gucken, habt ihr was zu lachen. Ach genau, da waren wir auch schon. Also müssen wir da wieder kraxeln. Zick. Der Haken funktioniert auch wirklich nur bei den Statuen. Ich habe es ausprobiert. Kennt mich ja. Granaten habe ich auch. Seit wann habe ich die denn? Okay. Die sollte ich auch mal nutzen, wenn ich die schon habe. Seit wann habe ich denn Granaten? Na gut, warum nicht? Nehme ich gerne. So. Andere Taste. So, erstmal haben wir da wieder ein Medikit, davon haben wir ja bald auch endlich wieder genügend. So dass das auch relativ fair ist. Also man kann das auch wirklich ohne Save States und so lösen, das geht schon. Also vom Schwierigkeitsgrad kann man das Game nicht kritisieren. Da haben wir schon, oder das erkenne ich ganz andere Games. Mich erinnert das auch, das fiel auch jemanden auf. Wer Daikatana kennt, ist ein bekanntes Kackspiel auf dem PC. Ja, ist ja eigentlich, na, hat ja eigentlich die, fast die, wie soll man sagen, was ist das denn? Raketenwerfer, schön. Den werde ich wahrscheinlich bald brauchen. Hat ja sozusagen fast die, den Legendenstatus von Doom oder so zerstört. Wie geht's denn da lang? Und, es gibt aber, hier hin. Es gibt aber einen interessanten Gameboy-Titel von Daikatana. Ist mal ganz interessant, also. Der ist auch so in dem Stil. Vielleicht mache ich den auch irgendwann mal, aber das ist dann wahrscheinlich eher ein bisschen Zukunftsmusik. Ja, das ist jetzt nicht nötig, aber nehme ich auch gerne. Okay, also hier geht's nicht weiter. Dann geht's da unten in die Höhle weiter. Ich bin mal gespannt, wie lange dieses Game noch ist, aber so wahnsinnig lange kann das nicht mehr sein. Deswegen, dann haben wir es auch gelöst. Na, triffst du mal wieder richtig gut. Ah! Wir haben Raketenwerfer! Speichern, speichern. Jetzt könnte ich doch mal eigentlich die Granaten ausprobieren, die ich die ganze Zeit übersehen habe. Ist doch nicht doof. Schön. Das war doch einfach.
So, da kann ich wahrscheinlich wieder runter. Wo geht's denn da lang? Geht's da lang? Wisst ihr was? Bevor ich irgendeinen Scheiß mache, speichere ich mal lieber. Ich will jetzt nicht das Spiel noch 20 Stunden in die Länge ziehen. Ja! Ja, mein Freund! Das war ja geil. Das war ja geil. Boah. Wie viel Damage kostet das denn? So, wo bin ich denn hier? Das kenne ich doch schon, oder nicht? War ich doch schon mal, oder nicht? Ist das der gleiche von der anderen Seite? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin doch schon hier gewesen. Bringt mir denn der andere Weg was? Ich bin jetzt ganz weit. Ich muss ja grundsätzlich nach oben. Schönes Spielzeug. Oh, noch ein Besucher. Also hier bin ich bestimmt richtig. Hier muss ich bestimmt auch hin. So. Dann gucken wir mal. Dann geht's da mal nach unten. Und hier nach unten. Was erzählst du mir denn? Aha. Wenn jemand die Prüfung des Mutes beginnt, muss er sich erinnern, sich selbst zu verteidigen, bevor er angreift. Es ist extrem wichtig, auf die eigene Gesundheit zu achten. Also sprich, das, was wir am Anfang gelernt haben, müssen wir gleich nochmal anwenden. Ja, mein Gott. Das kriegen wir schon hin. Aber auf jeden Fall bei den Fritzen waren wir noch nicht. Doch schon mal ein guter Hinweis. So, dann geht es nicht weiter. Dann ist es relativ einfach. Ach, das sind wieder so irgendwelche Hardcore-Vögel. Ah, ne. Ja, die kann ich platt machen. Ja, die kann ich platt machen, wenn ich treffe. Das die Sache natürlich relativ einfach macht. So, weg mit dir. Wie kriegen die denn ab? Medikit. Da haben wir schon wieder drei. Können wir auch eins benutzen. So. Naja, wirf du mal deine Raketen. Granaten. Gut, ihr seid fertig. Das ist kein Thema. Das war unnötig. Wäre mal schön, wenn wir irgendwie mal. Naja, auswählen muss ich dann schon. Wie wirfst du denn? Alter! Bond! Ja, das war gekonnt. Das war gekonnt. Mr. Bond, den packe ich gleich erstmal zur Schießübung. Er kann ja gar nichts mehr. Okay. So, die kann ich einfach mal auskontern. Jetzt frage ich mich, ob ich da her muss. Ah, toll. Wenn er mal besser treffen würde, wäre das auch kein Thema. Aber natürlich. Ja, natürlich. So. Alter. Habe ich keine Munition mehr? Wenn läuft's, dann läuft's.
da lang? Wo geht's denn hier lang? Da war ich doch schon. So, weg mit dir. Boah, das Maschinengewehr trifft total geil. Boah, und leer. Leer. Und trifft noch überhaupt nicht. Okay, dann ist er auf jeden Fall direkt weg. Ich auch. Tja. Jetzt wird's aber lächerlich. So, besser. Boah, natürlich immer Minen auf die Fresse. Das haben wir das ja gelernt. Wahrscheinlich Perlen vor die Säue, aber das mache ich jetzt einfach mal. Unterschiedliche Munition. Ah. So läuft das hier. So, das war fast okay. So, hier setze ich mal wieder ein Safe. Weil ich möchte doch mal jetzt langsam den Gipfel erreichen. Ja ganz schön wäre. Na. Mein Gott. Das ist zwar ein faires Duell, aber es ist halt ist ja unnötig. So. So. Was haben wir denn da Schönes? Jetzt versuchen wir es nochmal. Es hätte so schön geklappt. Na. Ist der andere nicht wach oder was? Und klar, aus 2 cm trifft er mich nicht. Nee, es ist klar. Das war gut. Das war auch gut. Das war auch gut. So. Achso. Ich habe keine Munition mehr. Hahaha. Tja. Das war gut. Das war gut gemacht. So. Das ist auch super. Oh, wo lande ich denn hier? Da waren wir doch schon. Tja. Ist das wieder ein Labyrinth, was mir so wahnsinnig viel Spaß macht? Gucken wir mal. Gehen wir noch kurz mal zu den Metal-Freunde. Genau da, wo wir waren. Was klauen, ne? Tja. Ist irgendwo was, wo wir nicht weiterkommen? Das hast du mir schon gesagt mal. So. Ah, das ist wahrscheinlich der Trick.
da war ich mit Sicherheit. Also nehme ich jetzt mal den tollen Haken und gehe da rein, wo wir nicht reingehen konnten. Zick. So, dann erzähl mir mal was. Um zu finden, was du suchst, musst du vorher die Prüfung des Mutes überleben. Okay. Okay. Das würde ich aber sagen, ist eine wunderbare Möglichkeit, hier einen kleinen Cliffhanger zu setzen. Und wir gucken uns dann die Prüfung des Mutes in der nächsten Folge an. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und bleibt mir treu und James Bond auch. Weil er muss hier rein. Der freut sich auch schon. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.